Komm, Christian. Ich hatte leider keine Lupe. Also kann es das nicht gewesen sein. Da war der von mir noch Gnade, ja? Was springst du hin? Wo ist Sixpunkt? Ganz rausschiften und dann guckst du unten auf diesen blauen, auf den blauen Stein. Wo ist das? Ja, der ist nicht hinter dir, der ist runtergefallen jetzt. Ey, blauer Stein? Was ist ein blauer Stein? Bist du mir, ne? Ja, die blaue Wolle. Aber mit das Wasser. Nein. Blaue Wolle. Auf dieses blaue Dings da. Der blaue Punkt da, bist du eigentlich retarded oder blind? Was ein blauer Punkt? Boah, wie dumm kann man eigentlich sein? Den hier, du dummes Stück Kot, ey. Da muss ich hinspringen. Ja. Ja, spring da mal hin. Spring da drauf. Du sollst da drauf gucken beim Abspringen. Und dann? Ja, eine Kurve machen. Hä? Und abspringen. Das ist ja gar keinen Sinn, Lukas. Das würdest du schon besser erklären. Und Chris, du musst mal da jetzt wieder hinkommen, damit ich wieder einen kompetenten Mensch hab, den ich damit erklären kann. Ich weiß schon, welchen Punkt du meinst. Oh, scheiße, du musst gefallen. Ja, das ist gut. Ich muss mir beilen, Chris ist wieder vor mir. Oh, ich bin wieder neben gesprungen. Weißt du, er schlägt nach vorne, ich stehe hinter ihm und ich flieg runter. Es gibt irgendeine bestimmte Technik dafür. Ja. Schuss, das ist denn mein Skill, ja? Okay, gut. Oh. Oh, ist echt nicht mehr witzig. Was? Lustig. Nicht mehr lustig. Da fällt der runter. Und dann haben wir Zeit dafür. Ulla, ohne schreiben. Ulla. Lukas, dann haben wir Zeit. Ja, weiß nicht. Was soll man sagen? Komm. Ja. Das ist vielleicht daran, dass... Hallo? Daran kann es nicht liegen. Wie gesagt. Ich glaube... Oder dass ich selbst wenn ich okay was ist denn das hier jetzt? Oh, kann mir selber zugucken, das ist so interessant. Ja, mein Internet hakt gerade wieder. Mit hakt meine ich ziemlich krass, es ist ziemlich hart am Abspacken. Wait, what? So sind wir da und ich hasse Fraps über uns. Plus 10. Gerade ja, wir haben schon ungefähr... Ja, wie lange war das? Halbe Stunde ungefähr. Würde ich sagen, aufgenommen, Lukas und ich haben die nächste Challenge schon geschafft, wir haben ganz viel geilen Scheiß gelabert und euch voll entertained, ja? Ja, das war ich. Nicht. Tuck hat immer nur gesagt, ich kann mich nicht konzentrieren. Richtig. Und dann ist mir aufgefallen, dass Fraps ein Scheißprogramm ist. Wie gesagt, Lukas und ich haben die Challenge schon geschafft eigentlich. Wir machen das jetzt aber nochmal, ja. Nachher keiner sagen kann. Oh, wow. Tobi, was machst du aber gar mehr? Nicht. Wo ist Tobi überhaupt? Was? Ich brauche eine Auszeit. Warum? Was? Warum? Für vor der Concentration. Hast du noch nichts geleistet? Bist du da am WhatsApp schreiben? Nein! Kann gar nicht sein. Oh mein Gott. Das ist echt ärgerlich. Das war so eine schöne Aufnahme, ey. Das stimmt. Wir haben so viel schönes Zeug gelabert. Oh Mann, springt er nicht ab, ey. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie Tobi. Jetzt ist es gedoomt. Mein Gott, ey. Das ist jetzt alles in den Puppes ist das. Hast du nicht mit Odessity noch aufgenommen? Ja, aber dann habe ich meine Stimme. Geil. Ja, du Bobby, ey. Kann ich eine halbe Stunde. Ja, meine Stimme da durchlaufen. Nur deine Stimme? Ja, nur meine Stimme. Boah, Tuki, du musst jetzt nicht hauen, weil Lukas nur seine Stimme aufgenommen hat. Keine Lukas. Ich hätte das schon fast geschafft gerade eben, ja? Du bist nicht da runtergefallen, what the fuck? Oh mein Gott, du bist ein Arsch. Jetzt ist er runtergefallen. Wie wär's, wenn du das einfach mal machen würdest in der Zwischenzeit? Ja, ich? Ja. Hättest ja dann... Würde es vielleicht sogar so aussehen, als wärst du der Erste, der es geschafft hat.
Auch wenn es halt nicht stimmt. Doch! Ja, vor allem haben Lukas und ich das in der Aufnahme davor halt beide relativ flott geschafft. Man kann sagen, ich brauche bestimmt voll ewig dafür. Und haben schon, weiß ich nicht, bestimmt eine Viertelstunde mindestens auf Toki gewartet. Ja, ich brauche halt etwas, um reinzukommen. Das sagt Lukas immer beim Sex. Und, nicht was sicher. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Beleidigung. Wollte gerade sagen, also. Reinzukommen. Ja. Ach du Sack, Alter, ich habe legen, du Bastard! Ja, was am Legen? Was hast du denn gelegt? Nein, in meine Hose. Geil. Oh, wow. Tuki, würdest du vielleicht mal springen, anstatt dir die ganze Zeit alle Leute auf... Ja, ich hab dich runtergeschubst, du Bastard. Weiß ich nicht, das war der Weihnachtsmann, Tuki. Wenn man so lange braucht, seinen Schwanz da reinzustecken, ist das irgendwie nicht so. Ja, was ist so... Hast du auch gar nicht gesagt. What the fuck? Ja, klar. Wow, ich hab den Sprung gerade nicht. Bitte komm. Na. Alter. Hast du das anders gesagt, hä? Huh? Weißt du, welche Sprünge ich gerade wieder am Fehlen bin? In der erste Sprung. Boah, mein Gott, Tuki, mach doch jetzt einfach mal hin. Ihr müsst das auch noch schaffen. Schlimm genug, ey. Ich kann nämlich jetzt unterschubsen, ich schlag dich tot. Erster! Ja. Toll! Toll, Tuki, toll! GG, Kasnoop! Oh mein Gott! Ich krieg hier gerade voll den Rappel. Oh, du Bastard, das war abgelenkt! Das war abgelenkt! Oh, okay. Ja, ich hab ja voll den Easy-Sprung gefailt und schreit erstmal rum. Ja, weil Lukas ein Arsch ist. Was? Moment, ich ein Arsch? Was weil ich jetzt verkackt hab? Ein Kilometer weit weg einfach nur. Ja. Habt ihr eigentlich mittlerweile mal geguckt, was wir uns auf der Gamescom angucken gehen? Lol, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab heute mal im Ich habe irgendwie bisher nichts Interessantes gesehen. Ja, das ist auch mein Problem gewesen. Ich habe auch bisher gesehen, dass ich... Halt auf die großen Stände mit... Oh mein Gott, was mach ich da? Mit halt LOL oder so oder Rocket oder irgendwie so ein Scheiß. Okay. Halt die Stände, wo man irgendwas abgreifen kann. Ja, richtig. Ja. Und man kann irgendwie so ein Wie hieß das? Scavenger Hunt oder so was für LOL machen. Da kriegst du irgendwelche Aufgaben zu lösen. Und kriegst dann irgendwelche Preise. Was war das, Alter? Ich bin ganz hektisch. Wir können mal noch gucken, ob wir bei ArenaNet ein Char-Plüschtier abgreifen können. Richtig, wir können mal was? Gildos 2 können wir mal vorbei gehen auf jeden Fall. Ja, und auch Stuff bekommen kann. Ja, auf jeden Fall Stuff bekommen. Was? Oh Mann, ich bringe halt nicht. Stuff bekommen lohnt sich halt mehr bei Spielen, die man noch spielt, ne? Ja. Hm? Dann kann man damit so auch was anfangen. So. Das stimmt so. Apropos, ich hab schon. Good Wars. Morgen ist wieder Update. Oh mein Gott, ich bin gerade zu schlecht. Aber was richtig geil wäre, wenn einer von uns noch eine Themenwitze fängt. Naja. Wenn Chris eine fängt, krieg ich die. Nein. Hab ich schon abgemacht. Chris, komm schon! Du kriegst von mir. Was kriegst von mir? Ich kann einfach 2 fangen oder 3. Also. Ja, Chris ist einfach 1000 Jahre größer als ich. Und Toki ist so, weil Toki ist Asiat und Asiaten sind alle klein. Ja, mit großen Penis. Wie sagst du, Lukas? Kennst du nicht die South Park-Folge? Welche? Wo die alle Asiaten haben keine Schwänze. Ach, das ist generell so, Alter. Ah, da ist halb schwarz. Ja, okay. Da ist halb Asiat, wenn du Lukas, ja? Und halb schwarz. Du bist nicht halb schwarz. Du bist nicht halb schwarz, what the fuck? Halb schwarz, schon braun. Ist dein Vater schwarz? Nein. Ja. Dein Vater ist weißer, weißer geht's fast gar nicht, Alter. Seid ihr jetzt rassistisch gegen Albino Afroamerikaner, ja? Natürlich. Wenn ein Afrikaner Albino ist und dann halt ein Kind bekommt. Boah, Tuki, du hast jetzt voll die Chance, es vor Lukas zu schaffen. Okay. Halt die Fresse, du Bastard, ey! Ich attack jetzt hier wieder. Der war ganz voll scheiße, muss man doch mal sagen. Wasch mal. Alter. Wow, leck. Tuki hat jetzt schon wieder vergessen, wie die Sprünge gehen. Ja, das ist auch... Ich muss auch sagen, Tuki ist gerade eben in der verloren gegangenen Aufnahme quasi, ja. Ist ja einmal schon bis zum drittletzten Sprung gekommen. Oh Gott. Also so aussichtslos ist es bei dem auch nicht. Soll ich das jetzt hier live kommentieren? Das ist den Endspurt von euch beiden, ja. Nein! Oh mein Gott! Ich hab den einen Sprung, aber... Ich warte. Auf die Leiter. Ich warte, ja. Ansonsten ist Toki wieder mad und... Wartet? Komm, ihr könnt's nicht schon basteln. Ja, weil Toki mich dann runterschlägt. Was macht ihr jetzt?
und dann. Oh mein Gott, hat er das Bastard, ey! Weil ich hier runterfallen, ne? Das ist doch gleich unten. Stimmt, das war der Sprung, den du gerade eben gefällt hast. Ich brauche jetzt wieder eine Ruhe aus. Trockne deine Hände ab, ja. Hast du was anderes bei mir abtrocknen? Hast du dich vollgesabbert, oder was? Was? Vollgesabbert, ja. Okay, was mach ich das? Wie mach ich das, Chris? Wie mach ich das? Das ist ein ganz normaler Sprung. Ja, ist doch voll schön. Ja, zittern, ey. Sprinten und abspringen. Ja, sag zu lachen. Ah ja, das ist runtergefallen, warte. Oder jetzt mach der Eier, du Spalacke! Ah, chill, Alter! Das ist ein schlechtes gefallen. Das könnte ein schlechtes Omen sein, ja. Nein, das ist jetzt Chris, halt die Fresse, du bist ein Arsch! Ich bin gleich ein Diamond Shell. Oh mein Gott! Du kleiner Hurensohn, das ist doch. Nein! Oh, fuck! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Hallo! Ich bin auch da! Das perfekte Bett! Bett haben wir noch nicht aufgestellt, aber ich habe eins im Inventar. Ich bin im Creative, ich kann eins holen. Das haben wir gerade eben auch gemacht, lieber Mapsteller, bitte verzeih's uns. Das habe ich am Anfang der Dingsi, am Anfang der alten Aufnahme auch schon gesagt. Es ist zwar super lieb, dass da so Wasser-Checkpoints sind und so, aber die sind einfach furchtbar unpraktisch. Und, Tja, das stimmt. Die brauchen halt Stunden, bis du oben bist. Das ist einfach so. Ja. Bett. Oh mein Gott, das war rechtzeitig, ey. So, dann auf. Auf in den Kampf der Tokis. Wir haben uns eben auch schon mal hier, also Lukas und ich haben uns das hier schon mal angeguckt. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wie ging das nochmal? Alter. Keine Ahnung. Das ist aber noch, das ist dann nicht mal der Sprung. Doch, klar. Ja, aber in Abgriffen. Okay. Das klappt in dem Verzicht. So, ich war erstmal wieder aus. Das ist aber eine blöde Stelle, um sich den Sprung versuchen. Ja, das ist klar, aber. Wie soll denn der gehen, bitte? Nimm die Erfahrung. Mit der Erfahrung kannst du es schaffen. Okay. Oh ja. Bin ich Level 5, jetzt habe ich den Jump erlernt. So. Ey, keine Ahnung. Zieh halt vor die Leiter und mach eine Kurve. Stritten, oder? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Das ist ein 1er Abstand. Oh! Nicht springen? Nee, nicht brennen. Ist ja gut, dass ich das vor dir ausprobiert habe, wa? Natürlich. Oh lol. So, jetzt wird's spannend. Toki nicht AFK. Kane. Oh mein Gott. Der Sprung da drum, das check ich noch nicht. Da oben. Ist Toki schon wieder AFK oder was? Fuck. Ja, ich brauch ne. Pause. Wie hast du den denn? What the fuck? Achso, ich muss wahrscheinlich ganz ran, also ganz an die eine Seite shiften, ne? Ist jetzt nicht so schwer eigentlich, der Sprung. Aber es ist halt nein, der Sprung. Das haben wir auch in der anderen Aufnahme schon mal, das muss man jetzt alles nochmal sagen. Diese Sprünge haben wir hier auch schon eigentlich ein paar Mal gemacht, aber ich hasse sie, ja. Also die haben wir halt auch in dem anderen Level schon mal, in der anderen Map schon mal gemacht. Und ich hasse diese Sprünge, ja. Also ich kann die nicht leiden. Ich meine, ich kann viele Sprünge in Minecraft nicht leiden. Oh, du hast gelebt. Aber, also die sind schon wirklich ganz besonders, ja. Also was hasst du? Die hassen wir ganz besonders. Ich hasse jeden Sprung. Ja, Toki, die Sprünge hast du nicht auch. Wie mache ich den überhaupt? Ziehst ein bisschen vor die Leiter, machst einen Einsatzraum und machst. Wenn ich jetzt meinen Oberkörper bewege, hilft es mir nicht, an die Leiter zu springen, habe ich gerade bemerkt. Also, du ziehst ein bisschen vor die Leiter. Upsa. Schiffst es dran, ja, okay, das geht. So mal, so haben wir die alle gemacht, oder? Ja. Upsa. Ja. Dahinter kommt aber halt wieder so komisch. Einmal ein Sprung um die Ecke und dann nochmal ein Sprung um die Ecke und die habe ich noch nicht. Die gehen aber. Nee, aber die danach gehen doch anders, oder? Gehen die danach nicht anders? Irgendwie rausschiften oder so? Keine Ahnung, also sie funktionieren auch so. Wie jump ich nochmal? Erklär's nochmal bitte. Hab's schon vergessen. Also ich sag dir das gleich nochmal, wenn du da bist. Oh wow, okay. Aber bist du denn auch ganz an die andere Leiter reingeschiftet? Nö. Ich springe einfach mal so ab. In der Mitte ungefähr, ne? Ah ja, jetzt hab ich den auch geschafft. Und den danach auch. Und jetzt? Ah, jetzt kommt hier wieder. Jetzt schaffst du nicht mal so an die verfickte Leiter. Ja, die ist irgendwie voll knapp, also bei mir auch. Wie soll der denn? Aber der hier ist jetzt hart. Der ist kack, ja, der ist. Also wenn du einen Sprintjump machst, dann bist du viel zu weit weg von dem. Wie mach ich das jetzt mit dem Ding? Oh, ich hab's geschafft mit dem Einser.